Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Hier, Mojave-Ödland, der Hauptstadt. Stimmt gar nicht. Nicht der Hauptstadt, sondern von Las Vegas. In der letzten Folge wollten wir eigentlich uns das Rapkin-Werk anschauen, doch da wurden wir rausgeschmissen. Das heißt, sie werden hier später nochmal hinkommen. Aber wir können ja mal schauen, was wir denn noch so zu sehen haben. Ach, wir sind hier in der Nähe von Quarry Junction. Das ist nicht so toll. Eieieiei. Dann heißt es, wir gehen zurück zu Chances Karte. Ab zur Chances Karte. So. Und wir werden uns mal hier weiter umsehen, denn hier ist die Nopa-Höhle und ich denke, die können wir doch uns mal anschauen. Ich meine, wo wir jetzt eh rausgeschmissen werden bei wo wir jetzt eh rausgeschmissen werden bei, wie heißt es? Beim Rapkin-Werk. Da können wir in der Zeit doch auch gleich mal hier uns weiter umschauen. Oh. Was denn? Oh, was schießt du denn so stark? Oh, hi. Sie sind ertrickert am schwachen Verdursten. Das ist mir aber recht egal. Nee, ich nehme die Schrotflinte. Einfach nur, weil wenn das jetzt eine Höhle für Geckos ist, ja, dann wird mir eine Schrotflinte recht viel nützen. Aufbereitetes Wasser. Gegen den Durst. Geckofleisch müssten wir braten. Und ab in die Nopa-Höhle. Mal schauen, was da so gibt. Du erinnerst mich extrem an jemanden aus Oasis. Falls jemand den dritten Teil gespielt hat. Ihr wisst, was ich meine. Im Notfall schauen wir später eh nochmal da vorbei. Würde ich denn irgendwann mal den dritten Teil vollkommen machen, statt nur immer Mods? Ich weiß halt noch nicht, ob ich den später machen werde. Ich hatte ihn mal angefangen, aber wurde da nicht so gut was. Beziehungsweise hat zwar Fun gemacht oder so, aber wurde nicht so gern gesehen irgendwie. Alter, sind die Teile riesig. Wow. Ihr seid richtig riesig. Oh. So groß hatte ich euch nicht in Erinnerung. Was ist denn hier? Supermutantenanführer. Munition. Verkaufen, verkaufen. Kann man verkaufen, 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 verkaufen. Nette Sachen, nette Sachen. Du bist ja auf Nahkampf getrimmt, ne? Ja, ich habe dich auf Nahkampf getrimmt. Das jetzt heißt, lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Genau. Du kriegst nämlich jetzt einen Fatman überreicht. Was haben wir hier? Munition, 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 Munition. Redex. Das war's. Geht. Okay. Wollen wir dann mal? Wir haben noch eine andere Seite zu erkunden. Also bisher hat sich die Höhle jetzt schon gelohnt. Kritischer Schleichangriff auf Gecko und der andere merkt es nicht, oder wie? Die sind so süß. Die versuchen uns zu töten und dann funktioniert's nicht. Weil sie so schwach sind. Aber die sind so süß, weil sie es probieren.
Wie, das war's? Ein paar EP und das war's? Okay. Wenn's nur das war. Eieieiei. Nur ein paar EP. Schade eigentlich. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Gibt's hier noch was Schönes in der Nähe? Nicht gerade in der Nähe. Monte Carlo Suiten müssten wir mal besuchen. Yep, die müssten wir mal besuchen. Aber erstmal werden wir das ganze Zeug, was wir jetzt gefunden haben, verkaufen. Weil wir benutzen es nicht, also können wir doch am besten Profit rausholen. Es ist so schwer! Willkommen, Sir oder Madam. Sir, bitteschön. Ich bin. Okay, ich hätte gerne die verkauft, erstmal. Die verkauft, die zur Hölle verkauft, auch wenn sie genial sind. Das verkauft, das verkauft, die verkauft, verkaufen, 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 verkaufen. Drogen haben wir doch bestimmt noch ein paar. Haben wir doch bestimmt noch ein paar? Nein? Doch, Redix. Nett. Aber auch nicht gerade viel. Oh. Nicht gut. Vorkriegsgeld haben wir eine Menge. Haben wir irgendwie. Nee. Den akzeptieren wir erstmal. Wir schauen mal in den Waffen rein, ob wir denn jetzt mal eine Panzerbüchse uns leisten können. Ja, können wir. Was heißt ADW eigentlich? Arsenal der Waffenschieber bestimmt. Beändert das was? Ach, ist jetzt egal, ich kauf's mir einfach. Warte, hier habe ich doch bestimmt auch was für die Panzerbüchse. CF-Teile. Nein, wir haben nicht genug Geld. Können wir irgendwas? Das können wir verkaufen. Davon haben wir so viel zu Hause. Das bringt nur nichts. Okay, finde ich doof. Finde ich doof. Aber akzeptiere ich erstmal. Auf Wiedersehen. Okay, wir schauen mal rein. Die Panzerbüchse. Eine wunderschöne Waffe. Wir gehen auch gleich nach Novak. Um. Aerotech-Bürokomplex. Da müssen wir nochmal hin. Warte mal, das markiere ich mir. Um uns ein bisschen 50er MG-Munition zu holen. Weil wir durften ein bisschen haben. So hoffe ich doch auf jeden Fall. Und dann können wir richtig raufhauen. Dann ist erstmal das Jagdgewehr und die Buschbüchse weg. Weil die brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Die brauchen wir dann echt nicht mehr. Jo, die brauchen wir nicht. Weg mit dir und weg mit dir. Und weg mit eurer Munition, weil die brauchen wir auch nicht mehr. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Goft habe ich nichts. Davon habe ich nichts. Davon habe ich nichts. Weiß ich nicht, ob ich was habe. Habe ich aber bestimmt nichts. Ja, Mikrofusionszellen kann ich mir hier schnell nehmen. Davon haben wir ja extrem viele. So. Ich bin zufrieden. So, wir wollten zu diesem Bürokomplex. Wie kommen wir da am besten hin? Natürlich von den Pachtfarmen. Mal schauen, ob da eine Mission oder so gibt. Ich meine, warum nicht, ne? Wir haben Durst.
Das ist doof. Ob die Pachtfarm überhaupt jetzt mal was sagen, dass ich sie gerettet habe? Oh, sie wollen arbeiten. Ich denke, ich habe hier irgendwo noch eine zusätzliche Schaufel. Was geht hier in der Gegend so vor sich? Tja, die Felder sehen nicht so gut aus. Allmählich denke ich, da könnte irgendwas im Wasser sein. Die Pumpstation ist in schlechtem Zustand. Sie könnten sich ja mal umsehen, ob sie irgendwas Seltsames bemerken. Was meinen Sie? Das sehe ich mir mal an. Klasse, danke. Ich sollte jetzt wieder an die Arbeit. Auf Wiedersehen. Ich hab das doch schon gemacht. Naja, auch egal. Wir sollten auf jeden Fall jetzt mal zu diesem Bürokomplex. Ja. Sollten wir. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Also das ging schnell. Das war ja echt ein Katzensprung entfernt. Aerotech, ja. Zentralkanalisation. Okay. Was hier so wohl drin ist? Ich weiß nicht. Ich kann ja mal mit denen reden. Mit dir kann ich reden? Willkommen, Bruder. Wie kann ich Ihnen helfen? Woher kommen all diese Flüchtlinge? Zum Großteil sind das arme, verlorene Seelen. Sie dachten, dass sie in New Vegas auf dem Strip ihr Glück finden würden. Wie jeder. Aber die Reise ist oft lang. Und der Eintrittspreis ist hoch. Wer nicht bezahlen kann, endet hier und hofft, die nötigen Mittel beschaffen zu können. Ein paar finden ehrliche Arbeit, aber die meisten verprassen ihre Ersparnisse für Glücksspiel und Fusel. Trotzdem helfe ich ihnen, so gut es geht. Gute Einstellung. Was machen Sie hier? Ich helfe und unterstütze, wo ich kann. Dank meiner Zeit bei den Anhängern verfüge ich über medizinische Kenntnisse. Das ist sehr edel von Ihnen. Ich helfe nur so gut ich kann. Können Sie mich heilen? Gerne, wenn es nötig ist. Im Moment scheinen Sie sich bester Gesundheit zu erfreuen. Auf Wiedersehen. Leben Sie wohl und viel Glück. Ist das hier ein kostenloser Arzt? Das wäre genial. Wer bist denn du? Die Auslöschung der Legion bei Nelson hat uns etwas Luft zum Atmen verschafft. Hoffentlich nutzen die da oben das auch aus. Das hoffen wir. Was genau ist das für ein Ort? Hier landen alle, denen das Glück ausgegangen ist. Herumtreiber aus der Republik, Einheimische, die kein Geld haben, Säufer von überall her. Wenn man nicht die Kronkorken hat, um auf den Strip zu kommen, dann stehen die Chancen gut, dass man hier landet. Hört sich nach einem chaotischen Ort an. Kann ich irgendwie helfen? Tja, ich bin aktuell unterbesetzt. Ich könnte also etwas Hilfe brauchen. Einige Leute sind in letzter Zeit aus dem Lager verschwunden. Wir haben keine Spuren von Gewalt gefunden oder von Streit gehört. Sind einfach weg. Ich muss mich auch um Keith und sein Glücksspiel kümmern. Ich weiß, dass das Stinktier Leute um ihr Erspartes betrügt. Aber die Beweise fehlen. Was können Sie mir über die Vermissten sagen? Sie scheinen nicht viel gemeinsam zu haben. Deshalb ist es niemandem früher aufgefallen. Junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen, alle verschwunden. Ich erinnere mich an eine Familie mit einem blonden Mädchen. Es sagte nicht viel, aber es hatte diesen kleinen, ausgestopften Teddy im Arm. Können Sie sich an weitere Dinge erinnern? Ich meine mich zu erinnern, dass viele von ihnen Geschäfte mit zwei Sammlern aus Westside, Dermot und St. James, gemacht haben. Reden wir über diesen Keith. Keith ist ein Kleinkrimineller, der in seiner Hütte Glücksspiel betreibt. Der gewinnt viel zu oft, als dass es da mit rechten Dingen zugehen könnte. Vermutlich handelt er auch mit Drogen, aber ich habe keine Beweise. Vielleicht finden Sie was. Reden Sie mit ihm, stöbern Sie in der Hütte, sowas. Okay, mache ich später. Wer sind Sie? Captain Parker, ich leite das Lager. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, dann haben wir doch wohl mal eine neue Mission bekommen. Werden wir auch gleich mal dann machen, ne?